Hey guys, this is CV Addict Sniper with Cosmis, friend of mine, and we play and we talk in German, by the way. So, quite outstanding. Wo bist du? Ich bin nebenan. Warte mal. Ah, da, pass auf, du stehst schon wieder abschussbereit. Stell dich mir Ah, links ist einer. Wo er gerade hinschießt, denn den hole ich mir. Ah, nee, pass auf! Ja, pass auf, pass auf, pass auf. Er ist schon wieder weg. Okay, den haben wir. Jetzt am Berg. Versuch dich ein bisschen hinter den Stein zu verstecken. So ein bisschen Cover. Ich versuch gerade den. Okay, hab ihn. No, hab ihn nicht. Ich kümmere mich gerade hinten um die Berge. Da sind zwei Typen. Also noch einer. Wo bist du? Nebenan. Okay, wir können. Okay. So, gut. Lass uns in die Büsche reingehen. Genau so. Nicht so nah an den anderen ran. Wenn die auf ihn schießen, kriegst du sonst die Kugeln auch ab. Nicht so nah ran an ihn. Komm mal zurück ein bisschen. Nach rechts, genau. Pass auf, jetzt nicht ins offene Rennen. Guck rechts erst zu der Scheune, ob einer da ist. Nee, ist frei. Und hör unbedingt auf die Schüsse. Ich sehe da nichts über diese Büsche. Ah, ja. Hast du nicht Thermal? Drück doch B dann. Nein, geht nicht. Kann es sein, dass du dir. Du bist ja im Clan wieder. Das kann sein, dass du keine ist. Dass du keine Assault bist mehr, dass du andere Skills genommen hast? Ah. Der hat dich abgeknallt gerade, habe ich gesehen, aber ich weiß nicht, wo er ist. Ist im zweiten Stock um diesen Haus. Ah, wirklich? Komm hinter den Steinmensch, weg da von den. Bist du ganz sicher, dass er da ist? Du stehst komplett offen, Mensch. Du darfst nicht von offen schießen. Immer hier verstecken. Immer verstecken. Immer verstecken. Immer hinter den Stein bleiben und so. Nur so bleibst du am Leben. Komplette Scheiße, dieses Map. Nee, die ist richtig gut. Du darfst bloß nicht reinrennen. Gar nichts, gar nichts. Shit, einer ballert schon auf mich. Hab einen. Hab zwei. Ich will immer noch den VIP haben. Nee, verfehlt. Treffer. Nee, verfehlt. Treffer. Ihr müsst als Sniper nie zu lange auf einer Position bleiben, sonst bist du so und so tot. Aber du bist jetzt nicht Sniper, du bist, ist so, also du bist ja mit einer, mit welcher Waffe bist du unterwegs? Das ist ganz wichtig. Ich bin mit diesem Karabiner. Zwei sind vorne auf dem Schnee, by the way. Mit der Karabine? Ich dachte, du wolltest die, Weiß mal, ich nehme den Reifen nächstes Mal. Wolltest doch die... Ich hab eins. Hast du ihn? Ich dachte, du wolltest diese Kel-Tec ausprobieren. Ich bin jetzt mit der Kel-Tec unterwegs. Super. Die ist richtig. Ach, scheiße. Du rennst aufs... Darfst nicht ins offene Feld rennen, das ging die nicht. Alles hier offen. Relativ. Ich hol mal die VIP runter. Warte mal. Da ist er. Problem ist bloß, ich gucke jetzt nur auf ihn. Und damit vernachlässigt man die linke Seite und die ist offen. Was wiederum heißt, dass die uns ganz schnell abballern können von der linken Seite. Wo bist denn du? Ich sehe dich nicht. Ich bin an dem Zaun. An dem Zaun. Gut. Ist ja noch Schnee da. Nicht möglich. Wenn bei uns schon kein Schnee liegt. Gar nicht. Gar nicht. Ist er runter? Hat er ihn? Er hat ihn. Good work. Die
Die verteilen sich jetzt langsam. Und damit wird es schwieriger für uns, die zu... Pass auf, hinten rechts ist einer. Ich weiß nicht, ob du da bist. Nee, ich zieh da. Jetzt bist du bei mir wieder, ne? Nee. Ich sehe dich noch nicht. Man, es gefällt mir nicht. Wenn alle, wenn zu viel auf einem Fleck stehen, muss man eigentlich weg. Problem ist bloß, du willst dabei nicht sterben beim Wegrennen. Ne? Ah, blöd. Bin ich mit dem Rifle. Ganz wichtig für dich ist eben nicht ins offene Feld rennen. Das Fehler habe ich andauernd gemacht. Viel besser ist es, wenn man sich hinter Steinen versteckt und wartet. Genau wo du bist, ist gut. Guck ab und zu noch ein bisschen nach links. Ah, nee, nee, Quatsch, du bist gut, du bist gut. Du bist links gesichert, da ist der Stein. Ich habe einen Mortar geschmissen. Schön weit weg. Ja, hab ihn. Hast du? Mit dem Mortar, ja, naja. Es sind halt diese 5 Granaten, die da runterkommen. Oder 4. So, und du kennst du schon, du kennst noch nicht diese Spawn-Punkte, ne, wo die wieder mal reinkommen. In das Spiel. Weil wenn du das weißt, kannst du relativ leicht die Leute finden und auch erledigen. So. Ups. Ist okay. Warst du, ne? Ja. Ja, hat sich schon gebückt. Scheiße. Weil wo ich gerade stehe, ich weiß nicht, ob du mich siehst, ist eigentlich eine sehr gute Position. Eigentlich. Hast du das gemacht? Ah, nee, mein anderer. Nee. Schon du bist das. Oh, der hat nicht mit dem Rifle Sniper. Oh ja, das können sie. Scheiße. Mist. Siehst du, wo ich stehe gerade? Shit. No. Mist. Mist. Mist hat mich gekriegt, die Sau. Du bist sehr guter Spieler, aber du versteckst auch nicht so gut genug. Und das war genau mein Fehler. Das haben sie mir in 100 Videos gesagt. Renn nicht ins offene Feld. Das habe ich andauernd gemacht. Und versucht, Ecken zu finden, wo sie dich nicht sehen können. Wie zum Beispiel umgeben von Sträuchern. Oder am besten Steinen neben dir, weil dann bist du noch geschützt von den Schüssen. Ja? Und wenn ganz viele in einer Ecke sind, renn weg von denen und geh auf eine komplett andere Seite, aber immer hinten lang, dass sie dich nicht entdecken können. Ganz wichtig. Ja, immer schön weg, immer schön weg. Weg von den anderen. Und wenn du die Schüsse siehst, dann siehst du schon, wo sie stehen, ja? Wenn du die Schüsse siehst, hast du eine Idee, wo sie sind. Und wenn die anderen alle dahin rennen, umso besser. Dann nimmst du die anderen als Schutzschild und bleibst hinter denen. Chattest du schon? Nein, nein, nicht. Versuche jetzt eine Stelle zu finden. So, VIP ist weg. Und bleib nie stehen. Versuch, also na klar, du musst manchmal stehen bleiben. Aber besser ist es, wenn man sich bewegt, ja? Wenn du im Bewegen bist. Bist du das? Ah, ich kann mir die Namen nicht sehen. Schade. Oh, ich hab eins. Hinten am Berg sind welche. Ja. Ah, ne, okay. Come away from that. Ah, war nicht weit genug.
Super. Einen in diesem Haus. In dem kleinen oder in dem großen? In dem großen. Holzhaus. Ist der VIP. Man kann auch durchschießen durchs Haus. Manchmal kannst du durch das Haus durchschießen und ihn so erledigen. Ich hab eins. Hab ihn getroffen. Hab ihn getroffen. Hab ihn getroffen. Dreimal. Oh, das war ein guter Schuss. Hat mich erwischt. Fuck. Ah, oh, Mist. Was ist Mist? Einer von uns hat ihn erwischt. Achtung, weg da. Weg von den Steinen, da ist einer. Übrigens, wir haben jetzt noch jemanden im Discord, Mithörer sozusagen. Ja? Ja, ja, ich hab's mit Bim gehört, das ist immer, wenn einer mit reinhört. Also nicht wundern, wenn auf einmal einer mitredet mit uns. Kann passieren, ist ganz witzig. Hallo. Guten Tag. Was habe ich gesagt? Hello, who's there? Identify yourself. Loop? Semi, hi, man. We are playing here in Odd Storm, level 38. I don't know, I think this is too high for you, I guess. Too low. You are too high with your level. Oh. I think so. Yeah, we are both level 38 and on our Sawmill server somewhere in Neverland. And we are doing this session in German. I can say it, right? Okay. Okay, you got him. Okay, sorry, I switch back to German to communicate here with my friend with the other player. Okay? Okay. So geht es. Zwei hinten links. An der Halle. Einer hinten an den Steinen. Mist, zweimal verfehlt. Hinter der Halle, hinter der Holzhalle. Hinter der großen. Ich vermute, die müssen bei den Steinen wieder rauskommen. Einer ist der VIP. Oh. Ah ja, da ist er schon. Shit, nicht gekriegt. Siehst du, wenn du nicht triffst, bist du der Nächste, der stirbt, ja? Bei manchen Sozialen. Ja. Entweder du oder der andere, ja. Verdammt. M40 hat mich. Matavidos. So, pass auf. Renn nicht mit allen mit. Renn immer zur Seite oder so. Ich weiß nicht, wo du gerade lang rennst. Okay, einen Geistern. Dann gehen wir mal hinter den Stein. Ja. Mr. Crazy 2011 1 ist gerade weg. So, VIP ist weit, weit hinter den Bäumen. Jetzt bräuchte ich den Thermal, den du oder den einer von uns mal hatte. Oder keine Ahnung. Shit. Ah. So, wo bist du? Du weißt nicht? Versuch den VIP mal runter zu erledigen. Ah, Mr. Crazy hat mich. Oh Mann, alle im kleinen Haus, in dem super kleinen Haus, alle. Oh. Wo kämpfst du? Dieses Map. Na, die ist gut. Aber du musst sie kennen, du musst sie lernen. Anders geht's nicht. Ich hab's ja auch schon drei. Weil ich kenne die nicht und die schießen an mich andauernd. Ist kein Problem, wir können gleich eine andere nehmen. Ah. Lass uns noch die letzten 30 Sekunden spielen, dann ist vorbei. Shit.
Ich sehe ihn nicht. Weiß nicht, wo die alle hinschießen. Ah, bin raus. Puh! Na, das ist halt Übungsfrage. Guck mal, ich habe eine 7,6 Kill-Death-Rate. 23,3, weil ich mich immer zurückfallen ließ und von hinten mit der Sniper geschossen habe. Ich war nie vorne. Ich sag dir, ich habe auch gelesen und das ist auch richtig, du musst den Map sehr gut kennen. Mhm. Ich spiele diesen Map nicht, deswegen kenne ich ihn. Geh mal raus, geh mal raus, geh mal raus, geh mal raus. Geh mir am besten. Bist du noch da? Ja, ich bin da. So, welch möchtest du? Nehmen wir diesen Evac. Evac, okay, dann machen wir noch ein drittes Video. Moment. So, guys, just for the end of the video, you saw that is a gameplay on our Zommel. Yeah, that's it.